bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Wer ist stärker? Who is stronger? The duel against Sasuke. You were pretty late. Here I thought you wouldn't come because you were afraid to fight me. I'm going to be the Hokage. Believe it. I'll be your opponent. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie wir uns gegen Sasuke anstellen. Also, das kann ich auch schon mal dazu sagen. Sasuke und Naruto befinden sich übrigens im selben Team. Also die Teambildung läuft immer so ab. Die besteht aus drei Leuten und dem Lehrer, drei Genen und Kyushin bzw. Jonen. Und immer zwei Jungs und ein Mädchen, also immer zwei männliche Ninjas und ein Neushi. Ich schmeiß hier mit japanischen Fachbegriffen um mich, das macht sonst immer meine Freundin. Jetzt mach ich das mal, Wahnsinn. Und die bilden dann immer ein Team. Wie gesagt, zusammen mit Millionen und einem Schüler. Die sind immer, oder ich sag mal meistens, anhand ihrer Jacke zu erkennen. Anhand ihrer Weste. Es gibt auch eine ziemlich frühe Variante quasi, wo stärkere Ninjas etwas anderes als Silvester getragen haben. Nämlich Rüstung. Also richtige Samurai-Rüstung. Die Urzeiten, sag ich jetzt mal, getragen, was gar nicht so früher ist. Weil ich nicht mehr die Armbeuge getragen habe. Scheiße. Ich muss erstmal lernen, wie ich das mit dem ultimativen Spiel auf. Nein! Das ist übrigens ein Dojutsu, was wir gerade zu Gesicht bekommen, das nur in bestimmten Clans vererbt wird. Also es gibt natürlich auch Clans, verschiedene Clans, und jeder Clan hat ein sogenanntes Heike Genkai, also eine vererbbare Fähigkeit. Sasuke zum Beispiel gehört dem Uchiha-Clan an, beziehungsweise dem Uchiha-Clan. Oh Mann. Man merkt vielleicht ein bisschen, dass ich komplett raus bin. Deswegen seht es mir nach, wenn ich erstmal so ein bisschen baue. Ja, Schlag daneben. Gar kein Problem. Das habe ich nicht bewusst verursacht. Das war Narutos sexy Jutsu. Das hat er übrigens selber erfunden. Man mag es kaum glauben. Nee, also ich war gerade beim Thema Dojutsu. Also es gibt drei verschiedene Arten von Dojutsu. Das, was Sasuke hat, nennt sich Sharingan. Das ist ein sehendes Auge. Also, ja, normale Augen sehen auch, ich weiß. Aber diese Augen sehen besser. Die können nämlich Chakra-Flüsse erkennen. Und sie können die Bewegung und die Jutsus des Gegners kopieren. Und auch den Jutsus durchschauen. Aber das kommt darauf an, wie stark der Sharingan ist. Also es gibt verschiedene Stärkestufen des Sharingans. Es gibt zum Beispiel einen Sharingan mit einem Tomoe. Da sieht man, glaube ich, die Kampfbewegung und auch so ein bisschen die Jutsu schon mal so ein bisschen voraus. Das wird dann wiederum verbessert, wenn man zwei Tomoe hat. Also das sind so zwei Punkte, die um die Pupillen kreisen. Dann sehen die dann schon auch schon ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch das Sharingan mit drei Tomoe. Da sieht man dann noch besser, was der Gegner vorhat. Also so was Jutsus angeht, was Bewegungen angeht. Also Taijutsu, weil Taijutsu ist nichts anderes als Kampfsport. Quasi, also das, was ich jetzt hier die ganze Zeit mache, ist Taijutsu. Weil ich noch nicht weiß, wie die ultimativen Jutsus funktionieren. Ach, mit X geht das weiter. Und das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit übersprungen, das tut mir leid. Und ja, wie soll ich das jetzt, wie wollte ich das jetzt weiter ausführen? Genau, Dojutsu war ich gerade, Sharingan, jetzt war ich gerade bei Taijutsu, genau. Genjutsu sind Illusionsjutsus. Das heißt, diese Jutsus werden meistens ohne Wissen des Gegners benutzt. Der Gegner wird dann irgendwie gefangen genommen, der wird dann gefesselt in einer anderen Welt. Außerhalb von Raum und Zeit.
Und also der Chakra-Fluss, Chakra ist nämlich die Energie, durch die Jutsus durchgeführt werden, die aus dem Zusammenhalt von Körper und Seele entstehen. Und das wird dann durcheinander gewirbelt, quasi. Und so ein Gen-Jutsu kann dann nur dann aufgelöst werden, wenn jetzt zum Beispiel Naruto in ein Gen-Jutsu gerät. Jetzt nicht durch Sasuke, sondern durch irgendjemand anderes. Weil Gen-Jutsus kann jeder durchführen. Ziemlich, der die Begabung auch dafür hat. Dann muss zum Beispiel Sasuke jetzt, wenn er so nett ist, muss er dann Naruto berühren und ihm ein bisschen Chakra von sich selber rüberschicken. Dadurch wird dann das Genjutsu beendet und das Chakra von Naruto stabilisiert sich wieder. Es gibt aber noch ein bisschen ein paar weitere Story-Sachen, wo man merkt, okay, das ist bei Naruto nämlich gar nicht so einfach, weil Naruto ist jemand ganz Besonderes. Das sage ich nicht, weil er irgendwie arrogant oder so ist. Nee, das hat einen anderen Grund. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Was soll ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, Genjutsu, Illusions-Jutsus. Es gibt übrigens auch Genjutsus, die auf Dojutsu-Basis basieren. Das heißt, es gibt auch Genjutsus, die zum Beispiel durch das Sharingan durchgeführt werden können. Das kann ein anderes Dojutsu zum Beispiel nicht, nämlich das Byakugan. Das werden wir gleich noch kennenlernen, denke ich mal. Das Byakugan. Ich muss vor allen Dingen erstmal wissen, wie man das ultimative Jutsu anwendet. Oh! Mysterious Assassin, Hidden Mist Village Ninja Haku. Das geht ja echt schnell. What the heck are you? Ich möchte übrigens hinzufügen, dass das ein Junge ist. Im Anime nämlich ist es nämlich so, dass ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel ausführen kann. Also erst haben die beiden sich im Wald getroffen. Und er rechts, wie gesagt, es ist ein Junge, ja. In der deutschen Synchro übrigens gesprochen von Angela Quast, die auch Idrial gesprochen hat bei Herr der Ringe. Da ist es nämlich so, die beiden begegnen sich erstmal, die unterhalten sich, was ihnen wichtig ist und so weiter und so fort. Und die begegnen sich dann auf der Brücke wieder. Also auf der Brücke, auf der wir jetzt sind. Ihr müsst wirklich den Anime gucken, beziehungsweise die Mangas lesen, um zu verstehen insgesamt, was wirklich Sache ist, weil das ist jetzt anscheinend wirklich alles extrem abgekürzt. Und es würde auch den Rahmen sprengen, das alles zu erklären, auf jeden Fall. Deswegen ist auch Naruto jetzt so ein bisschen verdutzt, dass er ihn trifft. Is there someone precious to you? Genau, das hat er nämlich auch im Wald schon zu ihm gesagt. I fight for someone who is precious to me. I live for him. Schade, dass die Musik so laut ist. Dadurch wird kommt die Synchronstimme so ein bisschen unter die Räder. Übrigens, die Musik, den Komponisten habe ich in der Videobeschreibung mit beschrieben, genauso wie den Erfinder, Kishimoto, meine Fresse. Versprecher sind heute wieder ohne Ende dabei, wie immer. Genau, Naruto bewegt sich da so ähnlich wie Ruffy. Also die beiden hängen sehr an ihren Freunden und würden alles tun, um sie zu beschützen. So tickt Naruto halt auch, was auch verständlich ist. Und deswegen will er eben halt alles tun, um sie zu beschützen gegen seine Gegner. Und sein Traum ist eben halt eines Tages der Dorfanführer zu werden, also Hokage. Eben halt, damit er respektiert ist, weil am Anfang ist man, ich sag mal so, man ist nicht so nett mit ihm umgegangen. Und das fand er dann natürlich alles andere als lustig. Vor allem, weil er auch noch dazu kommt, dass er keine Verwandten mehr hat, seine Eltern sind gestorben. Deswegen musste er sich die ganze Zeit alleine durchkämpfen. Er hat zwar ein bisschen Hilfe gehabt, auch vom Hokage, aber letztendlich muss er sich alleine durchkämpfen und das ist dann natürlich alles andere als einfach. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich gegen Haku antreten. I'm going to be the Hokage. Believe it. Jetzt ist er auch maskiert. Und er kämpft mit einer Anbu-Maske. Also er trägt eine Anbu-Maske. No matter what. So, jetzt believe it. How about this? Jiraiya's here. I'll take it. Der Charakter kommt normalerweise erst wesentlich später.
Here I go. Ich weiß zwar nicht, was ich tue, aber es funktioniert irgendwie. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Naruto. Ich weiß nicht, was ich tue, aber es funktioniert. Ah ja. Also diese Baumstämme, die immer erscheinen, ich sag, das ist das Auto des Tausches, da wahrscheinlich ist auch eine Wasserversion. Jetzt kommt sein YouTube. Scheiße. Here I come. Secret art, a thousand needles of death. Haku besitzt übrigens ein besonderes Chakra. Also es gibt immer verschiedene Chakra-Elemente. Ich auch gerne noch mal. Es gibt also jeder Shinobi hat unterschiedliche Chakra-Natura. Also das heißt, jedes Element, also die vier Elemente kennt wahrscheinlich jeder, Feuer, Wasser, Erde, Wind. Kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder. Aber es kommen auch noch andere Chakra-Elemente dazu. Zum Beispiel Eis. Die werden... Erstmal ist es ein Kegel-Genkai. Zum Ersten und zum Zweiten ist es so, dass diese Chakren, also diese Elemente, sich aus anderen Elementen zusammensetzen. Das heißt, in dem Fall Eis setzt sich aus Wind und Wasser zusammen. Zum Beispiel. Davon gibt es später auch noch andere besondere Verstecke, so genannte. Also in der deutschen Synchro werden sie immer Verstecke genannt. Ich glaube, in den späteren DVDs wird das auch Freisetzung genannt, einfach nur. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Synchro hat sich da so ein bisschen geändert. Und auch die Schärfe der Worte im Deutschen hat sich so ein bisschen geändert. Ich hoffe, Naruto weiß, dass das sexy YouTube später gegen die Neuschis nicht funktioniert. Jedenfalls in der Form. Ich glaube, ich habe gerade seine Geschwindigkeit umgesetzt. Und das war die Maske. Ich werde besser. Ich werde besser. Vorhin unbewusst Jutsu durchgeführt. Hold fast to your dreams. Nee, was ich sagen wollte, es gibt, wie gesagt, verschiedene Chakra-Elemente. Und es gibt eine spezielle Methode, wie man immer herausfinden kann, welche das ist. Kommt aber erst in Shippuden tatsächlich vor. Also es gibt zwei Arten von Serien. Es gibt Naruto, das normale Naruto, und es gibt Naruto Shippuden. Und erst ab Shippuden wird gezeigt, wie man ermitteln kann, welches Chakra man hat. Also welche Chakra-Elemente. Wenn man zum Beispiel Feuer hat, verbrennt. Also man kriegt so ein Stück Papier in der Hand und man leitet da Chakra rein. Das heißt, indem man sich konzentriert. Wenn es anfängt zu brennen, weißt du, es ist Feuer, was du hast. Blitz ist übrigens auch noch dabei. Wenn du Blitz hast, zerknittert es. Wenn du Wind hast, wird es zerschnitten. Also es wird dann so aufgespaltet. Wenn du Erde hast, zerbröselt es. Und wenn man Wasser hat, wird es feucht. Also so kann man ermitteln, welche Chakra-Elemente man hat. Später ist es auch, oder zum Beispiel bei Haku ist es zum Beispiel auch so, dass Shinobi mehrere Chakra-Elemente haben. Ja, Haku zum Beispiel, dadurch, dass er das Eisversteck beherrscht, wie wir ja gerade gesehen haben, hatte ich ja vorhin auch gesagt, Wasser und Wind. Das heißt, er beherrscht auch Wasser und Wind, weil sonst könnte er es nicht zu Eis kombinieren. Zum Beispiel. Und das kann er auch nur kombinieren, weil es sein Kekkei-Genkai ist. Sonst würde es nämlich nicht funktionieren. Also da sind immer bestimmte Voraussetzungen dabei. Und es gibt auch verschiedene Kombos, die dann neue, verschiedene Chakra-Elemente quasi freisetzen. If I'd met you somewhere else, we might have become friends. Und übrigens, Naruto trägt ja das Stirnband von Konoha. Also das Zeichen da auf seiner Stirn, das ist das Zeichen von Konoha. Haku trägt das Zeichen von dem Dorf, das versteckt im Wasserreich liegt. Das Wellenreich, und das Dorf nennt sich Kirigakure. Das hat eine ziemlich düstere Vergangenheit, sag ich mal so. Das war nämlich mal das Dorf des Blutnebels. Also das, ich glaube, das Dorf heißt übersetzt das Dorf, das versteckt hinter dem Nebel liegt. Oder irgendwie so heißt das Dorf, glaube ich. Ich kann das jetzt nicht so genau wiedergeben. Gut, Haku haben wir also besiegt. Das heißt, wir kriegen nochmal ein bisschen Geld. Geil. Ich mag Geld.
nächster Kampf. Wir wollen mal sehen, wie es weitergeht.